Hallo, heute reviewen wir eine Alternative zu The Sims. Eben eine Lebenssimulation. Ob es wirklich eine Alternative zu The Sims ist, weiß ich nicht. Jedenfalls kostet dieses Spiel weniger als The Sims. Hast du mal versucht, The Sims zu kaufen mit allen Add-ons? Bist du 400 € losgeworden? Bei dem heute getesteten Spiel kann dir das nicht passieren. Es ist schon etwas älter, von einem ehemaligen Lionhead-Programmierer, der an Black and White unter anderem mitgearbeitet hat. Der hat eine eigene Software-Schmiede gegründet und ein paar Spiele gemacht, ein paar eher kleinere Spiele. Na, schauen wir es uns doch einmal an. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, das man im Fenstermodus spielen muss. Ich habe es wieder Vollbild nicht zum Laufen gebracht. Cliff Harris, ehemals Lionhead, ist der Chefprogrammierer. Gemeinsam mit vier anderen, also ein Riesenteam, haben dieses kleine Spiel gemacht. Mit dem Fragezeichen kommst du zum Tutorial. Solltest du es zum ersten Mal spielen, schau es dir vielleicht an. Ich mache das jetzt nicht, das dauert nämlich immens lange. Die Settings für das Spiel sind bescheiden. Das Einzige, du kannst die Währung aussuchen. Sorry. Du kannst die Währung aussuchen. Nehmen wir den Euro. Fangen wir ein neues Spiel an. Wir sind eine hübsche junge Lady. Natürlich mit Brille. Kein Sweater. Mantel. Immer ein random Name. Carol. Daniels. Aus. RCP. Du kannst natürlich ein bisschen customisieren, deinen Charakter, aber sparen wir uns lieber. Du spielst jemand, der gerade 20 geworden ist, keine ordentliche Ausbildung hat und als Kellner irgendwo sich durchschlägt. Das Spiel geht 10 Jahre bis zu deinem 30. Geburtstag, hast du Zeit, dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Und naja, kannst verschiedenste Ziele dir setzen. Viele Freunde haben, viel Geld verdienen, einen tollen Job haben. Das ist dir überlassen. Jedenfalls müssen wir am ersten Tag natürlich gleich zur Arbeit. Wir gehen zu Fuß hin. Wir haben ja kein Auto und so. Ich habe 11 Dollar und 12, 11 Euro und 12 Cent und 3,76 € Trinkgeld bekommen. Für einen Tag Arbeit. Schauen wir mal an. Oben hast du den Kalender. Hast ein Handy. Du kannst niemand anrufen, du wirst angerufen, wenn einer von deinen Freunden etwas will. Rechts hast du ein Menü mit deinen verschiedensten Werten, die man in dem Spiel halt hat. Über Gewicht, IQ. Kudos, das ist das, was dem Spiel seinen Namen gibt. Wenn du ein guter Gastgeber bist, mit deinen Freunden abhängst, neue Leute kennenlernst, Leute zusammenbringst, bekommst du Kudos. Und am besten ist es, du hast 100 Kudos. Mit der Zeit wirst du Kudos bekommen. Schauen wir uns die Freunde an. Die finde ich persönlich immer wichtig. Zum Beispiel Nicholas Roberts ist optimistic und outgoing. Das bedeutet, das sind zwei positive Dinge. Da sieht man auch, für was er sich interessiert. Also mit ihm kann man Schach spielen gehen oder interessiert sich für Conversation. Wenn sich noch jemand anderes von deinen Freunden für Conversation interessiert, dann ist es gut. Oder für Food oder für Chinese Food. Die können gespolen und sie reden über chinesisches Essen und dann freuen sie sich. Pessimistic, der zieht dich runter und ist clever. Denn deine Freunde färben auf dich ab. Hast du zum Beispiel kultivierte Freunde oder Freunde von hoher Intelligenz, dann wirst auch du kultivierter und hochintelligenter werden. Sie ist pessimistisch und irritating. Sie ist friendly und clever. Das ist ein Socialize. Das ist dieser Button.
Wir könnten ins Restaurant gehen, das gefällt drei von meinen Freunden. Aber wir haben nur 26 Euro. Dann kann man lieber nicht socialisen. Zeigen wir lieber, was das Spiel sonst noch kann. Es gibt. Du hast ja keine Bildung. Du bist ein dummer Kellner oder Kellnerin. 20 Jahre alt, ohne Ausbildung. Du kannst im zweiten Bildungsweg zum Beispiel Acting, Singing, Französisch, die verschiedensten Dinge in der Abendschule lernen. Die brauchst du dann für deine Jobs. Wir sind momentan Kellnerin, die zu Fuß die 1,79 Meilen in die Arbeit geht, zu Snackville. Da sieht man auch, was du brauchst, also Charisma, Sobriety, Energy und Cleanliness brauchst du für diesen Job. Wenn du das gut hinbekommst, dann wirst du befördert und bekommst mehr Geld als 6 Dollar. Versuchen wir mal einen anderen Job zu finden. Wir sind nicht qualifiziert für einen anderen Job, aber nur zu Testzwecken. Versuchen wir mal Junior Science Teacher verdient das Doppelte als einen Kellner. Da brauchst du Basic Science, 100%. Das müsstest du in der Abendschule lernen. Oder Medizin, Basic Medicine. Ich habe als letztes, wie ich das letzte Mal das gespielt habe, war ich Koch. Da musst du Food Hygiene und Basic Cooking. Denn Basic Cooking hat den Vorteil, das kannst du im Fernsehen lernen. Dann kannst du auch Kochshows anschauen im Fernsehen und lernst Basic Cooking langsam. Und natürlich noch eine Abendschule dazu. Und war ich Koch, habe ich auch nicht schlecht verdient. Einmal habe ich es ganz blöd gemacht und bin Kellner geblieben, aber halt in einem besseren, in diesem Restaurant, im Vegetable Café. Vielleicht sagen sie ja, eher nicht, denn die Konfidenz ist ziemlich niedrig, also das Selbstvertrauen fürs Vorstellungsgespräch. Für das Spiel ist es so, als hättest du gerade ein Vorstellungsgespräch, hast du dich vorgestellt für den Job. Und ist deine Konfidenz niedrig, also das Selbstvertrauen, ist die Chance nicht so hoch, dass du den Job bekommst. Wenn sie höher ist, die Konfidenz, dann bekommst du den Job leichter. Gehen wir wirklich die fast 2 Meilen zu Fuß oder fahren wir mit dem Bus? Kostet pro Meile 25 Cent. Fahren wir mit dem Bus. Es ist ein schöner sonniger Tag und wir fahren mit dem Bus. Kannst auch alleine was unternehmen. Joggen gehen, shoppen gehen. Takeaway-Meal kostet 12, macht dich fett. Ein Bad kostet 2 Dollar. Wenn du schmutzig bist, musst du 2 Euro bezahlen, damit du baden gehen darfst. Schlafen ist gratis. An die Wand stand ist gratis. Fernsehen kostet dich 1 Euro. Wir werden es machen und schauen uns die Arts-Show an. Warten aufs Wochenende, damit ich mit meinen Freunden was unternehmen kann. Es ruft jemand an. I'm afraid your application for the role of waiter here is at the Vegetable Cafe has been rejected. We wish you luck in future. The reason for your rejection is you didn't come across as especially confident. Du verlierst das natürlich, weil du den Job nicht bekommen hast, sofort an 25 Konfidenz und bist niedergeschlagen ohne Ende. Gehen wir saufen. Jetzt gehen wir aber saufen. Mit dir, mit all meinen Freunden gehe ich Alkohol trinken. Nein, Julia Simmons, Julia Simmons heißt sie, möchte keinen Alkohol heute trinken. Was boostet denn IQ? Wieso das? Durch Reasoning.
Wie gesagt, die Freunde färben ab auf dich. Ja. Natürlich ist die Nüchternheit um 60 gefallen. Es ist ein scheiß Job. Ich bin etwas betrunken. Das ist natürlich negativ. Sobriety Raisin. Sleep on the Sofa. Hauen wir uns aufs Sofa, das haut die Relaxation rauf, die Energy, die Loneliness und die Sobriety. Ja, die Loneliness ist 44. Das ist der Freitag, letzter Arbeitstag. Mach mal eine Abendschule, irgendeine. Was wollen wir denn werden? Dienstag und Mittwoch haben wir ab sofort Medizinstudium. Aber für den Anfang würde ich von Medizin abraten. Das ist so ein stressiger Job. Der haut dir den Stress rein ohne Ende. Du musst relaxen, 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 wenn du frei hast, und brauchst am besten ein Haustier, das dich beruhigt. Zum Beispiel eine Katze beruhigt dich, oder ein Fisch reduziert Stress. Kostet 65 Dollar ein Fisch oder Euro, aber ein Fisch, ein Arzt braucht einen Fisch. Kannst du auch einen Hund haben, dann kannst du im Park spazieren gehen. Echt toll. Ein Hund braucht nicht so viel wie eine Katze. Ein Hund braucht nur Futter. Aber eine Katze will ein Katzenbett, einen Katzbaum. Und wenn sie das nicht hat, zerlegt sie dir die Wohnung. Wir haben keine Confidence mehr. Unsere Bewerbung ist fehlgeschlagen. Unser Selbstvertrauen ist im Keller. Wir kaufen uns ein billiges Buch, das uns die Confidence raufbringt. Das würde ich auch empfehlen. Gemeinsam mit dem Studieren in der Abendschule ein bisschen Confidence lernen, damit du für deinen ersten richtigen Job genügend Selbstvertrauen mitbringst. Es gibt so viele Bücher, die man sich kaufen kann. Meditation für Beginner. Von manchen Büchern rate ich ab, zum Beispiel Stolz und Vorurteil zu lesen. Das macht dich zwar ein bisschen kultiviert und so, aber es... Boah, Stolz und Vorurteil. Es haut dich wirklich zusammen und es macht dich down. Kannst auch Musiker werden. Es gibt ein eigenes Spiel, das heißt Kudos Rock Legend vom selben Hersteller. Das ist auch gut, da kannst du eine Musikkarriere mit einer Band und so. Einziges Problem, bei Kudos Rock Legend, warum ich es nicht gern spiele, da ist es ziemlich bargig, was die Spielsteine angeht. Die blasen sich mit der Zeit immens auf. Ein Spielstand, der vielleicht 50 MB haben sollte, hat auf einmal Gigabyte. Und das ist... Das Spiel selber parkt ja nicht rum, aber irgendwie haben sie das mit den Speicherständen verbargt für das Spiel. Aber bei Kudos 2 funktioniert alles. Das ist gepolished, das ist auch schon die Final Version. Also, die haben es schon ein paar Mal gepatcht und machen keine Patches mehr dafür. Wir kaufen uns natürlich noch einen Regenschirm. Stell dir vor, es regnet und du stehst beim Bus und wartest auf den Bus. Und es regnet und du verkühlst dich. Dann kannst du nicht in die Arbeit gehen, hast du kein Geld. Oder so. Also auf jeden Fall einen Regenschirm kaufen. Confidence? Wieso ist die Confidence hoch?
Ah, die Konfidenz hat sich von alleine wieder erholt, zum Teil. Komisch. Jedenfalls, so kompliziert ist das Spiel nicht. Ist für so zwischendurch oder 10 Jahre dauert das Spiel ja nur bis zu deinem 30. Lebensjahr. Und das hast du schnell durch. Also, wenn du es wirklich gern spielst, das Spiel, und ab und zu mal, dann hast du deine ersten 10 Jahre mal durch. Und das Spiel hat auch einen Wiederspielwert dadurch, dass du einmal der totale Karrieretyp sein kannst, das andere Mal hast du zwar nicht den besten Job, aber hast fast gerade wie 20 Freunde oder so, eine romantische Beziehung mit jemand, wenn du es willst, sogar mit deinem eigenen Geschlecht. Na jedenfalls, das ist Kudos 2. Mir gefällt es eigentlich grafisch schlechter als der erste Teil. Der erste Teil, den habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo. Der ist natürlich noch viel, viel älter. Aber es hat grafisch nicht so diesen Comic-Charakter. So, und das war's auch wieder. Beenden wir hier unser kleines, nächtlich aufgenommenes Video. Du kannst Kudos 2 übers Internet finden und kaufen. Man muss es sich nicht unbedingt illegal runterladen. Man kann auch einmal einen kleinen Indie-Programmierer unterstützen, indem man sein Produkt kauft, wenn es einem gefällt. Ja, danke fürs Zuschauen. Ciao.